5, 4, 3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA Freundschaftsspiele. Wieder mit dem ganz, 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 ganz guten Castillo. Spielen wir diesmal kein Minecraft? Nee, wir spielen kein Minecraft. Okay. Ja, willkommen zu FIFA 14. Ja, was spielen wir denn? Italien in eine italienische Mannschaft gegen eine französische Mannschaft? Die haben hier eine 3,5 Sterne Mannschaft. Colo Colo. Colo Colo. Colo Colo. Colo Colo. Colo 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 Colo. Ja, ich glaube, das ist zensiert, das weißt du, ne? Nö. Ja, was spielen wir denn? Unser klassisches Duell Arsenal gegen Liverpool nochmal? Klar. Okay, okay. Das haben wir, also, oh, du hast ja früher immer Menu und hast dann immer ein Eigentor gemacht. Ja, da hatte ich keinen Bock mehr auf Menu. Also, ich glaube, guck mal oben die Teamform an, ja? So als Vergleich. Ja. Okay. Dann mal Aufi. Weiß ja jetzt. Alter, er soll sich endlich mal entscheiden, ob er FIFA, ob er jetzt Battlefield spielt oder nicht. Hat er immer noch nicht? On, off. Ach ja, mal gucken, ob ich einen neuen Geschwindigkeitsrekord hinkriege. Mit Spielern, die, wie schnell ich die Spieler ausgewechselt bekomme. Schnell, schnell, schnell. Hopp, hopp, hopp. Also, ich bin ja fertig. 30 Sekunden. Yes! Ich glaube, ich bin fertig. Hoffe ich. Ich meine, ich wäre fertig. 30 Sekunden, das ist voll gut. Mein Rekord lag bisher bei 19 Sekunden. Jetzt macht Sturridge die ganzen Teile rein, aber nachher wieder nicht. Mhm. Da brauche ich mir ja auch nur Torschuss. Also ihr solltet wissen, immer wenn wir zwei mit Arsenal gegen Liverpool spielen, brauche ich ungefähr 5000 Torchancen, bis ich ein Tor mache. Kommt hin, oder? Mhm. Du kannst es doch wegdrücken. Ne, ich will ja eben gucken, ob ich meine Aufstellung richtig gemacht habe. Ach so. Ja, passt. Aufi! Und das ist immer ein extrem knappes Spiel meistens. Ja. Außer letztes Mal, als ich ihn 4, 3, 4-0, ne? 4-0 abgezogen. Das war aber nicht mit Liverpool. Ne, das stimmt. Das war mit PSG. Stimmt. PSG gegen Arsenal wieder, ne? Ja. Und, ja, ich habe halt nur eine gute Mannschaft momentan. Aber dann auch richtig gut. Mertesacker! Schöner Einsatz. Glück. Nein, pures Können. Kein Glück. Alles Einsatz und so. Mhm, Einsatz. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh! Damit habe ich aber gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Tuschelny! Meistens in den ersten paar Sekunden gleich ein Tor und verliere am Ende mit Arsenal. Für eine Minute Henderson! Oh. Reicht. Reicht. Spiel ist vorbei, 90. Minute. Hab verdient gewonnen. Zumindest, ich gehe immer so früh in Führung mit Liverpool. Ach, kacke ich. Mal eben Finger knacken, jetzt kann's losgehen. Weil jetzt packt er wieder seinen hässlichen Giroud aus. Oh yeah. Aber der heißt nicht Giroud. Doch, ich nenne ihn Giroud, weil Giroud hört sich so französisch an und französisch ist. Also haben wir irgendwelche französische Zuschauer? Ich glaube nicht. Doch, ich habe einen. Also richtig Franzose? Ja, der kommt aus Frankreich zumindest. Oh, oh, oh! Da bin ich stehen geblieben. Hätte das jetzt 11 Meter gegeben, wäre ich ausgerastet. Ja, also ein... Zumindest habe ich stand das bei den Analytics, dass ich einen französischen Zuschauer habe. Wunderschön, Chesney. Ich hoffe, dass er den abfälscht, aber so war der Schuss einfach zu locker. Ja. Oh, oh. Fick dich, Junge. Oh, der stand im Abseits. Sehr schön. Oh, der wäre so schön gekommen. Irgendwie bin ich gerade nicht so drin. Komisch. Das gefällt mir... Fällt mir richtig gut. Da kommt er. Ah, knappes Ding. Komm, lauf Suarez, lauf Suarez. Nee. Oh, schade. Ich habe vor, der wäre durchgekommen. Hätte ich ihn wieder nicht reingemacht. Ist er aber nicht, das ist der springende Punkt. Ja, tunnelst du mich, wirklich. Ja, und dann wollte ich irgendwie Pass springen, was ein Riesenfehler war. Oh, nein, jetzt packt er wieder seinen hässlichen Jogo aus. Nee, noch nicht.
Wie spricht man eigentlich Giroud auf Französisch aus? Giroud. Der heißt wirklich... Besser. Den zieh ich auch mal drauf, notfalls. Der ist ein Linksfuß. War das dein eigener Spieler, den du angeschossen hast? Nein. Scheiße. Ich habe mich leicht verwirrt gerade. Ich nicht. Ich hab Özil. Ich bin nicht verwirrt. Ich hab Özil, ich bin nicht verwirrt. Heißt das jetzt, sobald man Özil hat, ist man nicht mehr verwirrt? Ja. Selbst bei Pokémon ist das so. Wenn du Özil hast, dann bist du nicht mehr verwirrt. Oh, bitte, nein. Die früher abschließen müssen. Oh mein Gott. Was eine Vorlage. Ah, ich mach das ja ruhig. Knock den jetzt um. Oh, wo geht hin? Oh, bitte. Ist das so cool dir? Gott sei Dank, keine Ecke. Angst? Ein bisschen. Was bleibt für das Sack der Dette? Bitte. Mehr das. Acker ist da stehen geblieben. Oh, das ist gut. Das ist sehr schön. Das finde ich aber jetzt nicht gerechtfertigt. Aua. Oh, Walcott! Nimmt der den nicht richtig an? Hast du ein verdammtes Lack! Heidewitzka! Oh, da wusste ich ja mehr, wo ich hinspielen soll. Da wurde es ein bisschen zu eng. Oh, Mertesacker! Der macht kein gutes Spiel heute. Ne, irgendwie nicht. Naja. Du führst ja schon. Von daher kommt kein zweites Tor mehr. So cool, lass ich diesmal schießen. Tu das. Viel Spaß. Oh, bitte, 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 Sakko. Das war ein Foul. Nee, war es nicht. Bin ich gegen. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Oh, Giroud. Oh, oh. Oh, der Giroud liegt hinten. Hoffentlich ist er verletzt. Hoffentlich ist er verletzt. Hoffentlich nee, dann bleib liegen. Der ist nur angeschlagen. Ich weiß, es wäre schon längst abgepfiffen worden. Genau. Oh, scheiße. Wenn ich jetzt nochmal angrätsche, kassiere ich zwar eine rote Karte vielleicht. Wieder wegen Tätigkeit oder so. Aber bleibt er dann verletzt? Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich noch nicht getestet. Weil ohne Giroud kann er nichts. Stimmt nicht. Dann probier das nur noch mit Fernschüsse, sorry. Nee, nee, diesmal bleibe ich in der Mitte. Hilft dir auch nicht. Oh, Giroud! Guck mal, wie weit Suarez hinten ist. Ich hab gerade so ein bisschen Angst. Ich spiele jetzt aufs 1-0. Nee, oder? Boah, das wäre traurig. Selbst für deine Verhältnisse wäre das traurig. Für meine Verhältnisse? Ja, für deine. Was soll das heißen? Ja, das weißt du genau. Alter! Kann ich nicht gut heißen, wie das macht? Oh mein Gott, ich krieg gleich so auf die Fresse, das weiß ich jetzt schon. Alter, wie ich den Ball einfach nicht krieg. Keine Flanke, keine Flanke. Bitte hauen weg. Keine gute Flanke. Oh! Nein! Kriegt der dann den Abschluss? Kann's ja wohl nicht sein. Ich werde aber besser, das freut mich. Mhm. Mich auch. Total. Yippie. Yippie-yay, Schweinebacke. Nein! Nein! Okay, das gibt's. Oh, das war Hand. Oh nein, kein Stück, aber Hand haben wir ja ausgestellt. Mhm. Muss zugeben, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Merke ich. Ah, Giroud. Hau den weg! Was ist denn da los? Jetzt hab ich ein bisschen Angst. Da hatte ich Angst, dass er den durchlässt. Das wäre witzig gewesen. Naja, nicht so ganz. Eigentlich. Nee, 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 nee. Lass mal lieber. Sicher? Ja. Oh, oh Gott sei Dank. Mein Gott. Heute ist wieder so ein Spiel, wo meine gefährlichen Pässe nicht ankommen. Bitte, Sturridge! Alter, wo geht der hin? Oh mein Gott. Da war noch einer, hast du gesehen? Mhm. Deswegen, oh mein Gott. Oh, was macht Egger so weit vorne? Da muss die Flanke jetzt gut kommen. Und die kommt gut! Oh, Koscielny. Ich hätte direkt draufziehen müssen. Oh mein Gott, da vorne ist Giroud frei. Oh mein Gott, daneben ist Chamberlain frei.
Und wie frei. Der muss rein. Jawohl, 1-1, Jack Chamberlain. Das war, weil Egger so weit vorne war. Ja, aber der schöner Pass. Wunderschöner Pass. Der war da aber auch meilenweit frei, tut mir leid. Der musste da einfach hin, der Ball. Kann ich nichts für, dass Egger dann so weit vorne ist. Also das war's dann mit der Folge. 1-1 war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Scheiße, ist das halt sein. Du bist noch nicht durch, Kollege. Man merkt, dass ich langsam so ein bisschen Angst bekomme, weil jetzt wieder stärker. Ach, das war ein schönes Tor und danach ging es nur noch bergab. So schlecht warst du gar nicht. Nö, ich bin von den Chancen her. Von also Anfang, am Anfang warst du besser, am Ende war ich besser. Zufriedenstellendes 1-1 bisher. Zufriedenstellendes ist es nicht. Für mich schon. Es wäre schöner, wenn Giroud nicht auf dem Platz wäre. Und da kommt er schon wieder. Das, den das mal umdrehen. Ich nehme Arsenal und du nimmst mal Liverpool. Ich kann mit Liverpool nicht spielen. Das weiß ich ja. Alter, kann ich Sturridge sich mal durchsetzen? Nö. Siehst du? Oh, fick dich. Gips. Oh, Gips. Was war das? Was war das? Premium-Schuss, Premium-Schuss. Also manchmal weiß ich nicht, ob Sturridge ein Fußballer ist oder irgendwie ein Footballer so hoch, wie der die Bälle einmal ansetzt. Oh, das frage ich mich auch öfter. Zumindest gerade habe ich mich gefragt. Wer ist das? Ach du Scheiße, Suarez gegen Sanja. Klär den mal bitte. Oh mein Gott. Hört mal auf, den Konter reinzulaufen. Echt, ein Konter ist das so stark, diese kleine Kastin! Nicht so. Das hätte besser kommen müssen. Och, da habe ich jetzt gedacht, dass er noch ein bisschen stehen bleibt. Schade. Schade, den hätte Giroud haben müssen. Oh! Chesney! Alter! Chesney war da irgendwie nicht ganz da. Hätte er den nicht faulen können? Oh, oh. Oh, oh, ist der schnell. Oh, zu lang das Ding da. Oh! Da habe ich gedacht, den spielst du mir in den Fuß. Oh, da habe ich gehofft, dass ich ihn nicht spiele. Alter, was war denn da? Da schenkst du mir den Ball. Außen zum Henderson kommen. Oh, oh. Nicht schon wieder. Nein. Nein. Oh, Chamberlain. Verdammt. Kannst du bitte mal Chamberlain und Giroud auswechseln? Ich wechsle dafür sogar Suarez und Sturridge aus. Wer hat bei dir das Tor gemacht? Ich will den raus haben. Henderson. Nee, mach ich nicht. Scheiße, Meeresacker. Weil ich habe nämlich noch Jaguars Pass und Luis Alberto auf der Bank. Ich habe keinen Stürmer mit. Und die sind nämlich... Oh mein Gott. Bitte, Sturridge, sei ein bisschen schneller. Hast du mal was von Dichtgeschwindigkeit gehört? Ja, irgendwie, Leute, wird das gerade nichts. Ich bin dafür, dass man in der im Fußball jetzt auch irgendwie in irgendeiner Form Kers bekommt. Kers. Ja, auf jeden Fall. Wie bei der Formel 1, auf jeden. Oh, dankeschön. Hättest du noch aufs Tor schießen können nächstes Mal? Das war anders geplant. Naja, scheinbar nicht. Mertesacker! Oh. Nächstes Mal spielst du mir den wieder in Fuß, bitte, ne? Oh, wäre der durchgekommen, Alter, dann hätte ich hier jetzt mal richtig nichts zerfickt. Nein! Das war zu offensichtlich. Ja, ich kann man trotzdem versuchen. Eben habe ich von mit Dings da ein Tor gemacht von da. Mit Dings da? Ja, mit Silva. Dings da ist ein sehr guter Spieler. Oh, Sterling. Wenn jetzt nicht Coutinho in der Mitte wäre, hätte ich geschossen. Geflankt. Sterling! Raheem Sterling! 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 71 Minute Zeitspiel! Nein. Nein, Zeitspiel ist scheiße. Mach ich nicht. Außerdem ist das viel zu knapp für Zeitspiel. Och man. Den hätte ich höher spielen müssen.
glaube, jetzt kannst du wenigstens nicht mehr gewinnen. Warum nicht? Ich bin mit den Punkten vorne momentan. Ich meine jetzt in dem Spiel hier. Ja, da wäre ich mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Du weißt doch noch, Dortmund gegen Malaga. Abseits. Nein! Gott sei Dank! Fuck! Du weißt doch noch Dortmund gegen Malaga! Ja. 3-2! Du weißt, dass das Dortmund war. Ja, das stimmt. Aber ich bin Arsenal. Das könnte auch klappen. Oh mein Gott, wie ich immer einen ganz kleinen Fuß zu spät bin. Und da kriegt er trotzdem den Ball irgendwie. Dann mache ich hier nämlich die Lücke frei. Ja, hast du mit den... Oh mein Gott! Minoulet, komm raus, komm raus, komm raus. Wieso nimmt er den halt? Was denn? Stöhnt schon wieder so. Wieso hat der Minoulet nicht rausgeholt? Den hätte er richtig doch annehmen können, hätten irgendwie wegschießen. Ja! Luis Suarez, ich liebe dich! Tja, hättest du erstmal lieber auf Suarez Angebot eingegangen, dass ich ihn auswechsel. Ha! Doch ist nichts gegessen. Jetzt ist aber gut. Ich glaube, jetzt habe ich dich so ein bisschen gefrustet, oder? Ja, ein bisschen, ehrlich gesagt. So ein bisschen schon. Gebrochen habe ich, glaube ich. Ein bisschen, ja. Ist ärgerlich gelaufen, ne? Ein wenig. Da hast du mich gerade auch sehr offensiv oder offensiv gestellt gehabt. Nee, hatte ich nicht. Echt? Und dann ist hinten so offen. Das ganze Spiel ist nicht offen. Nee, nicht einmal. Oh, dann kommt er da noch zwischen. Oh mein Gott, da sollte er nicht hin. Oh, was ein Pass. Oh mein Gott, hau den weg. Hau den. Oh Gott sei Dank. Bitte halt den noch ein Spiel. Oh, Suarez, du bist so geil. Ich liebe dich. Oh, der hätte zurückkommen müssen zu Suarez. Den musst du haben, Chess. Alter, fick dich. Was denn? Ach, nichts. Ich wollte den Torhüter gar nicht umgrätschen. Nur nicht. Nicht zu Giroud. Doch, zu Giroud. Oh, und dann macht er den diesmal nicht. Ach ja. Leg ich mich mal da vorne. Kein Ding. Okay. Och. Bitte Suarez, jawohl. Ich, Suarez läuft gerade so Höchstform aus. Alter. Was sollte ich machen? Du hast mich jetzt ausgedrückt. Oh. Ich hab den Ball wiedergegeben. Wolltest du nur nicht. Ja, tut mir leid. Ich wollte halt noch eine Chance lassen. Oh oh. Ja, ich weiß nicht wohin gerade, ehrlich gesagt. Das Dumme ist, ich lasse immer Lücken, weil ich denke, dann spielst du da hin und dann spielt er wirklich da hin und ich krieg den nicht. Nee, nee. Ramsey! Nee. Der hätte jetzt noch wohl drin sein dürfen, damit es fairer ist. 3-2. Na gut! Schönes Spiel. Ich finde, es ist ein Tor zu hoch, aber sonst in Ordnung. Ja. Nicht genauso. Aber damit seht ihr jetzt in dieser wunderschönen Tabellenanimation. Animation. Dankeschön. Dass ich mit 3 Punkten in Vorsprung bin und mit einem Tor in Führung noch 2 Spiele. Er hat noch die Chance zu gewinnen, aber er wird es sagen. Werden wir sehen. Dann sage ich danke fürs Zugucken. Wenn euch der Part gefallen hat, dann guckt beim Dongi vorbei, gebt mir einen Daumen hoch, ihm einen Daumen runter und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.